So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part gab es für euch den geheimen Stern, den ich erst freischalte, wenn ich Bowser besiege. Aus diesem Grund wird er noch ein bisschen auf sich warten müssen. Für mich, aber für euch war der schon. Das heißt, für euch ist heute der 121. Part, der vorletzte Part. Mamas Bibliothek ist hier. Gut, dann gehen wir dort rein. Denn in diesem Part gibt es Rosalinas Geschichte. Dann lasst uns beginnen. Der Part wird eh lang genug werden. Kapitel 1. Zu weit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihnen lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind: Wer bist du? Was machst du hier? Dieses antwortete: Ich bin Luma und ich warte auf meine Mama. Sie kommt auf den Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. Oh, ich werde den Himmel für mich, für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden. Aber vergebens, das Mädchen wartete seufzend. Darf ich zurück? Ja. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma: Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma. Doch dann hatte es eine Idee. Lass uns deine Mama suchen. Zusammen mit Luma brach das Mädchen das Sternenschiff wieder auf Hochglanz und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Kapitel 2: Sternenstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen. Aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsklumpensterne. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht, sagte das Mädchen seinen hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzer Tee, der nach Aprikosen duftete, hatte es in seinen Rucksack gestopft, doch eine wesentliche Sache fehlte. Wie konnte ich nur Wasser vergessen? Ich Schüssel, sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternenstaub habe. Wie wär's, probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen, bis ich, haha, das findest du wohl witzig. Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Du hast recht, ich nehme mir mal ein bisschen. Es zerrt das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternstaub zu sammeln. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternenschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternenstaub schmeckte wie süßer Honig. Kapitel 3: Der helle Stern. Durch das runde Fenster des Sternenschiffs strahlte ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe? Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es eine wunderschöne Smaragdfarben leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg
Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte, komm, lass uns dem Stern, komm, lass uns zu den Sternen gehen und dort aussteigen. Der Stern, auf den sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher, aber Lumas Mama fanden sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumps auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. Klasse, oder? Luma schien stolz zu sein. Hier ist es trotzdem, trotz des Eises, warm. Beinahe wie im Paradies. Und Wasser gibt es hier auch. Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf den Sternen zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Wie viel Kapitel hat der Scheiß? Viertes Kapitel, der Traum. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen, ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond. Und immer sehe ich dir nach. Das Mädchen wurde so traurig. Es war nicht zum Aushalten und fragte, und wenn es regnet und weder Sonne noch Mond zu sehen sind? Die Mama antwortete mit einem Lächeln, dann werde ich ein Stern und warte über den Wolken, bis es aufhört zu weinen. Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens tränenbenetzt. Luma, der sich an es schmiegte, sagte, aus deinen Augen fließt Sternenstaub. Das Mädchen trocknete sich die Augen. Das ist kein Sternenstaub. So schön sind Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen. Diesmal fing Luma an zu weinen. Mama, Mama. Auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreichen Kometen. Aber Lumas Mama war auf keinen von ihnen zu finden. Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es 3 Tage Regenwetter. Das Mädchen nahm Luma sanft in die Arme und sagte, wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich. Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft, ich werde deine Mama. Kapitel 5, das Haus. Oh Gott, 8 Minuten haben wir schon, okay. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek, hier das Kinderzimmer. Oder das Mädchen schien in Selbstgesprächen vertieft zu sein. Wenn wir zu weit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternenstaub eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatten. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Luma das fertige Haus sah, meinte er zögernd, du, ist das nicht ein wenig groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sehen wunderbar aus, aber sie wirken auch etwas verlassen. Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht, sagte das Mädchen mit leiser Stimme, die auch traurig klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternenschiff, seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. 6. Kapitel, Freunde! Ich hoffe, es geht nur bis 8 und nicht bis 10 oder so. Es geschah eines Tages, als sie dann nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. Nanu,
Bist du auch auf den Stern, bist du auch ein Sternkind? Fragt das Mädchen hocherfreut über den plötzlichen Besuch. Aber Luma schien etwas besorgt. Der herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf den er wohnte. Die beiden Luma ähnelten sich nicht. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber nicht, sondern starrten sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Luma es plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von den aprikosenfarbenen Sternen kamen nach und nach zahlreiche Lumas. Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Lumas so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was macht ihr bloß mit so viel... Was mache ich bloß mit so vielen Kindern? Die Lumas betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, dann will ich mal jeden von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus einzuziehen, dachte das Mädchen. Siebtes Kapitel, das Teleskop. Als der 100 Komet an ihnen vorbeizog, gezogen war. Als der 100 Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt. Plötzlich erinnerte es sich an Papas Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse und die Sterne um Sterne zu beobachten, da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Dieser Hügel, auf den es sich nachts, sich die schläfrigen Augen reibend, aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf dem es an einem Tag an den Schnee gefallen war, auf seinen Bruder den Schlitten über der Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf den es an einem sonnigen, aber etwas windigen Tag mit Mama ein Picknick gemacht hatte. Und? Ich will heim, ich will heim. Die Lumas wussten nicht, was vorgefallen war und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. Ich will heim, ich will heim, ich will heim in mein Haus, das am Fuße des Hügels ist, rief das Mädchen mit Tränen übergossenem Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in der Welt der Sterne, denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesen Hügel. Nachdem das Echo des Schreiens des Mädchens verhallt war, wurde es totenstill in der Umgebung, als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Achtes Kapitel. Der Wunsch. Wir haben 14 Minuten. Okay. Luma sagte zu dem Mädchen, das wieder traurig war, Mama ist doch bei dir.
Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die anderen Luma, die dem Ganzen zugesehen hatten. In dir drinnen ist deine Mama. Ein Teil deiner Mama ist auch in dir. Der Sternenstaub besteht aus Splittern von Mama. Daher haben wir ihn so gern. Nein, nein, das Mädchen hörte noch nicht auf zu weinen. Lumas trauriges Gesicht verwandelte sich in eine von Freuden strahlende Miene und er sagte, ich will dir einen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternschnuppe, auf der du reiten und nach Bleiben reisen kannst. Kaum hatte er das gesagt, stieg Luma in ein grelles Licht gefüllt zum Himmel empor. Doch ehe man sich's versah, kam er wieder gern Erdboden heruntergefallen. Rums, bums, vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttelt und aus dem Loch, in das Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Ah, und so kam das Kometenschiff zustande. Als der Lichtgürtel so rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging. Es sagte immer nur, was? Was? Da erschien ein weiterer Luma und sagte, wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Luma sagte, nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem Stern werden. Ein blauer Luma sagte, er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Luma sagten im Chor, deshalb Mama, wein nicht mehr. Danke, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Seit diesem Tag floss kein Sternenstaub mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend, Kurs auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Sternenmeer vorwärts. Letztes Kapitel. Familie. Boah, so leise wie ich hier rede, ich glaube, ich muss da meine Stimme total laut drehen und den Ton des Ingame-Sounds total leise. Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf den Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gibt es ein Willkommensmahl für die ganzen neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Luma und sagte mit lauter Stimme. Nun ja alle, heute wollen wir Brot backen. Ein mit Sternenstaub üppig bestreutes Sternenbrot. Die Luma waren außer sich vor Freude. Eiligst liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte bei sich, ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu dem Tag, an dem sie Flüge werden, soll keiner von ihnen einsam sein. Und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama. Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkel der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Der Komet, auf den die Luma und das Mädchen ritten, setzten seine Reise fort. Der Komet beherbergte mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Und noch heute zieht er einen weiß leuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besuchte er den Heimatstern des Mädchens. Ende. So, jetzt warte ich hier noch auf den richtigen Moment von der Musik. Und ihr dürft mir jetzt eine Note geben, wie ich so im Lesen war. Von 1 bis 5. Was in Österreich nur bis 5 geht. So. Alter, ich bin total leise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wenig Fehler hätte ich mir bei dem Text hier nicht erwartet.
Es waren jetzt echt recht wenig Fehler. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. Und jetzt können wir halt hier immer wieder von neu lesen, wenn wir lesen wollen. Die ganzen Kapitel hier. Ja, also wenn es interessiert, ist halt so ein kleiner Bonus nebenbei. Und jetzt habe ich wirklich alles gezeigt. Das heißt, im nächsten Part gibt's das Finale. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und tschüss.